Hey, wir sind Marien und Matthias und wir machen gerade das Experiment von Austin in Texas bis nach New York City mit dem Fahrrad zu fahren. In 10 Wochen ca. 4000 Kilometer. Zeit. Spätes Frühstück, bisschen Arbeit heute Montagmorgen, Tag 22. Ja, wir sind gerade in Gulf Shores gestartet und folgen jetzt fast 30 Kilometer. Ich schätze mal einen Fahrradweg. Haben wir bis jetzt nicht so oft gehabt, aber auf den letzten 100 Kilometer immer öfter. Super angenehm. Abgesehen davon, dass natürlich entlang einer Schnellstraße verläuft. Heute ein halbes Tagwerk mit knapp über 50 Kilometern. Marien hört fest und flauschig. Ich höre Hotelmatze. Die Grenze zwischen Alabama und Florida, wenn wir es richtig verstanden haben. Auf jeden Fall muss sie in der Nähe sein. Stippvisite Alabama. Florida begleitet uns jetzt erstmal ein längeres Stück. Juhu! Eine Brücke geschafft. Der letzte Start auf der südlichen Route. Tag 22, Pensacola City Limits. Noch 5 Kilometer. Und wieder mal die Brücke geschafft. Wenn wir tatsächlich ein bisschen abkürzen, also genießen wir es noch ein bisschen. Ja, das war Tag 22. Wir sind jetzt in Florida. Wir suchen unser Hotel. Wie weit noch? Hier rein? Pensacola haben wir erreicht. Und jetzt geht es erstmal zum Fahrradladen. Reifendruck checken, nachdem wir vor 500 Kilometern alles haben neu machen lassen. Seitdem haben wir uns nicht mehr wirklich drum gekümmert. Und das wollen wir uns jetzt einmal genauer angucken. Und dann suchen wir unser kleines Hotel. Hübsch. Hier. Nee, der war halt deutlich zu niedrig. War er? Aber das ist ziemlich normal. Es ist schon interessant, dass er noch so gut war. Weil viele Tubeless-Reifen schneller den Druck verlieren. Schmutzig sind sie. Sie sind wunderschön. Du, wir sind jetzt in Florida. Haben wir das schon erwähnt? Pensacola. Pensacola. Wir trinken jetzt eine Coca in Pensacola. Ankunftsbierchen gibt es jetzt nämlich 15 Uhr. Heute. Noch ist es ein bisschen bedeckt, soll sonniger werden. Es ist windig. Aktuell schiebt der Wind. Später kann er bremsen. Mal gucken, was wird. Wir haben sehr gut gefrühstückt und sind ein bisschen spät losgekommen für die Strecke, aber kriegen wir schon hin. Los geht's. Opossum Roadkill. An der Tagesordnung, leider. Ja, noch einmal Wasserwege. Ja, ganz schön was los hier. Auf und ab. Abgeschliffene Straße, schreckliche Schulterzustände, was man sich so wünscht.
Ja, und jetzt Segler vor Anker in die Dillischer Bucht am Highway. Marien hat einen Nagel im Reifen. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Bis jetzt noch kein Druckverlust, aber das muss nichts Gutes bedeuten. Schauen wir mal. Ich habe einen ersten Nagel in meinem Reifen. Da ist er. Der Übeltäter. Riesending. Aber der Reifen ist noch nicht glatt. Jetzt gibt es zwei Optionen, haben wir uns gedacht. Nagel drin lassen und weiterfahren. Mit dem Risiko, je tiefer er reinkommt, desto platt. Oder wir ziehen ihn raus, dann ist ein Loch im Reifen, aber ohne dass er platt wird. Oder wir öffnen das Loch, das durch den Nagel verschlossen ist. Was würdet ihr machen? Falsche Entscheidung. Falsche Entscheidung. So dick war der Nagel. So groß war auch das Loch. Das stopft erstmal keine Dichtmilch. Matthias ruft gerade den Bike Shop an. Ja, yeah, okay, then we try to find a way. I think I found you on Google, so I will find the address too. Auf die freundliche Frage, ob sie uns helfen können, ja. Ob sie alles da haben für Typis, ja. Und ob sie uns auch nicht unterstützen kommen, können, dahin zu kommen, die 2,5 Meilen, sagt er, ja, lauft einfach die 99 runter nach Osten. Dann kommen sie zum Burger King auf der Rückseite, findet ihr uns. Okay. Und, hat sich jemand erreicht? Ja, Grab a Cab habe ich erreicht. Und die schicken einen Fahrer mit dem Truck, sagt der freundliche Mann. Und er bringt uns nach Milton zum Bike Shop. Unsere kleine Reifen-Odyssee hat erstmal einen Haken. Ja, es hat insgesamt, glaube ich, 1,5 Stunden uns Zeit gekostet. Aber ich habe wieder einen neuen Reifen. Der ist nicht so schön wie der davor, aber er wird seinen Zweck erfüllen. Hoffen wir. Hoffen wir. So, ich achte jetzt auf Nägel. Nein. Das wäre schön, wenn man das könnte, oder? Das wäre so geil. Aber hier ist eine schöne Strecke, mal ein bisschen ruhiger weg von den Autos, wie man sieht. Es grünt so grün, wenn Floridas Wiesen blühen. Wir fahren mal ein bisschen. Ein Drittel haben wir. 60 Kilometer müssen wir noch. Toi, toi, toi. Der neue Reife rollt. Wir haben noch 21, 22 Kilometer. Und es ist hier auf den Nebenstraßen jetzt viel angenehmer als vorhin. Echt super. Wir sind aber auch ein bisschen kaputt heute. Naja, genießen wir die Wiesen und rollen einfach langsam weiter. Christview. 2,5 Kilometer noch bis zur heutigen Unterkunft. Heute den Tag könnte man beschreiben mit Heavy Traffic. Alternativ ist der Titel Nagel im Reifen. Oder sowas Fantasievolles. Auf was anderes komme ich heute nicht mehr. Jetzt müssen wir erstmal einkaufen. Heute können wir mich selber kochen. Yes. Unser Zuhause für heute. Schönen Blick auf den See. Feierabend. Wir haben heute 98,98 Kilometer geschafft. Inklusive Nagel im Hinterrad. Und da haben wir unseren Kawa verdient. Cheers. Cheers. Und jetzt genießen wir hier diesen schönen Blick da zum See. Gute Nacht. Das war unser Airbnb für letzte Nacht. Super schön am See gelegen. Kleiner schöner Wohnraum, Küche, das war das Schlafzimmer und das Bad. Und da ist der See. Und da ist eine Ente. 2. Guten Morgen. Tag 24. Sind Sie bereit? Yes. Bereit. Bereit, wenn Sie es sind. Wir fahren heute eine kurze Strecke von Crestview nach Sepaniac Springs. Knapp zwischen 40 und 50 Kilometer irgendwie. Ja, das Airbnb war ganz schön. Mit der Ausnahme 16 Uhr Check-in. Das war für uns kein Problem, weil wir so spät waren gestern. Aber 10 Uhr Check-out, super unangenehm. Das schaffen wir mit unseren Meetings kaum. Naja, die Strecke heute geht nur an der 90 lang, glaube ich. Das gucken wir uns jetzt mal an. Los geht's!
We call it roadside office. Das ist neue Floating Office. Hier wird gepostet, freigegeben und beauftragt. Roadside Büro Maren und Matthias Wagner melden sich zum Dienst. Super! Und wir sind auf dem kurzen Weg und es sind noch 27, 28 Kilometer. Und dabei ist es erst 11.13 Uhr. Ab 2 können wir, glaube ich, ins Hotel. Funiac Spring. Also, wir sind Tag 24. War nur ein kurzer, hier sieht man meinen Helm, sehr schön. 44 Kilometer, ganz entspannt. Wir haben heute ein bisschen Workout gemacht. Sind durchgeheizt. War einfach auch nur geradeaus an der 90. Ja, okay, hinter uns der Funiac Lake. Ernie, der uns gerade willkommen geheißen hat in unserer heutigen Unterkunft, erzählt, dass sie annehmen, dass der durch einen Meteoriteneinschlag entstanden ist. Ist auf jeden Fall Quellwasser, was da sprudelt. Und ansonsten ist die Funiac Springs interessant wegen der Eisenbahnanbindung. Hier wurde irgendwie die Route vom Atlantik zusammengebracht, mit der die vom Golf von Mexiko aus New Orleans kam. Bisschen History in der Altstadt, das gucken wir uns jetzt an und dann gibt es irgendwann ein Bierchen. Ein Aperitif. Genau, ein und dann noch mal ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten heute ein etwas ruhiger Tag, damit wir eben ein paar Dinge abrocken, wegrocken können. Und außerdem auch ein klein bisschen mal erholen. Ne? Bis später. Jetzt wird es warm. Aber ja, es war lecker chlorig. Hallo. Hallo, heute ist Tag 25. Wir haben knapp 100 Kilometer vor der Nase und alles geradeaus auf dem Highway 90. Darauf freuen wir uns so gar nicht. Es geht von Funiac Springs nach Mariana. Es ist verwirrt, wir hoffen, dass es nicht regnet und es soll leichtwindig sein. Dafür geht es bergauf, bergab. Ja. 10 Kilometer liegen hinter uns, es geht bergauf und bergab. Bedeckt, das ist aber auch mal ganz schön. Kurz hat es ein bisschen getröpfelt, das war nicht so schön. Der ganze Quatsch gehört aber dazu, oder? Da kommt Maren. Wie schön, die habe ich am Berg abgehängt, frecherweise. Aber jetzt geht es zusammen weiter. Auch über die Berge zusammen, natürlich. Sümpfe am Highway 90. Witzigerweise lassen uns Mücken oder No-Seams oder sowas aktuell total in Ruhe. Mal gucken, wie es bei der nächsten Gelegenheit beim Campen wird. Bis jetzt die ersten 38 Kilometer. Das ist eine sehr schöne Strecke. Wir haben, bevor wir losgefahren sind, noch darüber gesprochen, wie schwierig das ist, wenn so Schwerlastverkehr um einen rum ist und die Strecken ewig geradeaus gehen. Heute fahren wir nur den Highway 90, nur auf der Schulter spazieren. Und was sollen wir sagen, da ist diese Strecke, zumindest in der ersten Hälfte, ein schönes links, rechts, links, rechts. Manchmal passt es einfach. Welcome! Oh, fast die Hälfte für heute. Sehr schön. Bergfest. Und es ist Mittag. Das heißt, irgendwann gibt es auch wieder was zu essen. Wenn die andere Hälfte der Mannschaft das auch möchte, natürlich. Einmal Sumpf für alle. Und da hinten, da auf dem Baum, da sitzen zwei Schildkröten. Maren im Ladies Call. Und wir haben noch 35 Kilometer vor der Nase. Immer noch Sumpfgebiet am Highway 90. Maren hat immer noch ihren Ladies Talk und wir haben noch 16,5 Kilometer. Weiter geht's. Wie viele Kilometer waren? Warte. Wir sind da in Mariana, hier im Bed and Breakfast im Hinzenhaus. Ganz süß, aber es waren schöne fast 100 Kilometer. Hätte man nicht gedacht, weil es die ganze Zeit am Highway 90, 90 Kilometer am Highway 90. Und es war angenehmer als gedacht, weil gar nicht so viele Autos unterwegs. Es war ein schöner, breiter Randstreifen, ein guter Straßenbelag. Es war einfach gut und ich habe
2 Podcasts gehört und jetzt 2 Stunden lang mit meinen Ladies meinen Talk gehabt. Also für mich sind die 4 Stunden wie im Fluge oder 4,5 Stunden. 45 Kilometer hast du mit den Ladies geschnackt. Habe ich geschnackt. Nicht schlecht. Ja. War echt entspannt. Wie ging es dir? Ja, super. Ich habe das vorhin auch schon an anderer Stelle in eine andere Kamera gesagt. Ja, hier sind noch die Ladies, die reden noch. Mag jemand Ostern? Überall im ganzen Haus sind Osterhasen, sind auch noch Ostereier. Und da sind Osterhasen. Und da sind auch noch Osterhasen und Ostereier. Tag 26. Tag 26, Mariana nach Tallahassee. Und es ist hot. Ich glaube, 30 Grad sollen es heute werden. Ich glaube, sie sind es noch nicht, aber es fühlt sich an, als wären es. Genau, 30 Grad, 2 weitere Zahlen, die in dem Zusammenhang spannend sind. 110 Kilometer und ungefähr 1000 Höhenmeter, vielleicht nicht ganz. Es wird also eine anstrengende Fahrt. Nehmen wir an, aber wir freuen uns. Die Sonne kommt ab und zu raus. Das ist doch auch ganz schön. Was gut ist, ist kein starker Wind, vor allem kein Gegenwind. Gucken wir mal, ob wir irgendwo noch eine Tankstelle finden, damit wir Wasser bunkern können. Ja, ansonsten hinter uns das nette Bed and Breakfast hier in Mariana. Hinzenhaus. Sehr gemütlich, sehr classy im Sinne von klassisch. Ein interessantes Paar, was betreibt Sie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du hattest im Flieger vom Präsidenten und hat für den Präsidenten gekocht. Sie hat in der Air Force One gearbeitet, genau, und als Köchin. Und er auch sein Leben lang in der Luftfahrt unterwegs gewesen, unter anderem lange in Deutschland, in Hamburg, bei der Lufthansa. Und hat als Ingenieur die Air Force One-mäßigen Flieger für die Saudis gebaut. Und es ist wirklich verrückt, alle Bed and Breakfast, bei denen wir jetzt waren oder die man sozusagen findet, wenn man nach Unterkünften sucht, sind alle in die Landhaus, old, klassischen Südstaaten-Style oder wie auch immer man das nennen kann. Okay, Frühstück war super. Genau, wir fahren Frühstück, jetzt los. Frühstück war super. Wir fahren jetzt mal los. Tschüss. Oh, ich bin völlig kaputt. Und du? Merkst du auch gerade alles? Habe ich schon angefangen, das Ding rauszuziehen. Das muss man sich einfach angucken. Ein Schraubnagel oder so. Es ist wieder passiert. Und das Loch ist natürlich unflickbar. Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Eine Schraube. Guck mal, die ist nicht mal richtig spitz. Wie hat sie sich denn in deinen Reifen gebohrt? Ja, vor allem muss man sich angucken, wie die Felge drinnen aussieht, wenn das Ding da richtig reingesammelt ist. Jedenfalls ganz schön gemacht. Ja, hier die Dichtflüssigkeit in trocknenden Pfützen auf dem Highway. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir nach Tallahassee kommen, weil das Loch ist so aufgerissen. Der Reifen ist auf jeden Fall für den Arsch. Entschuldigung, hinüber. So, wir warten jetzt auf den Transport, auf einen Truck und der nette Bed-and-Breakfast-Besitzer hat sich da jetzt gerade gekümmert und meint, in 10 Minuten kommt Hilfe. Matthias arbeitet in der Zwischenzeit, jede Minute effizient genutzt. Was für ein Scheiß. Sind wir heute nicht sehr weit gekommen. Na gut, gehört dazu, ne? Thank you. So what did I say when I left? They were just standing outside and her rear tire blew off the rim. So I think we just need to seat it up again and add a little more sealant. So, dritter Hinterreifen auf meinem Rad. Und ganz spannend, eben auf dem Parkplatz hier vor dem Fahrradladen. Ich beinahe geplatzt. Ich meine, also, was ist geplatzt eigentlich? Der Reifen ja nicht, der Doch, ist ja noch heile. Der Reifen ist von der Felge geplatzt. Der Reifen ist von der Felge geplatzt. Und ich glaube, ich sehe sehr verschwommen. Du siehst weich gezeichnet aus. So, jetzt siehst du nochmal ganz rattenscharf aus. Ja, also. Man sieht jede Falte. Ja, mein Reifen ist von der Felge geplatzt. Mit einem riesen Bang, so laut, dass die Leute aus dem Fahrradladen alle rausgekommen. Die gerade unseren Reifen gewechselt hatten, erstmal wieder rausgekommen sind. Und sich gedacht haben, hier ist ja irgendjemand hier geschossen. Was machen die Deutschen denn für einen Schwachsinn? Ja. Naja, kriegst du deinen Reifentag. Ja, Reifentag, kriegst du deinen 4. Hinterreifen. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Wir hatten die festgemacht. Ich gucke niemanden an. Ich war's.
einfach runtergesprungen auf den hässlichen Fußwegen, über die wir fahren in Tallahassee. Weil es gibt keine Radwege. Es ist einfach, also es ist grün und dann auch wieder nicht grün. Und ich habe schon zwei Wahrsagerläden gesehen und nicht irgendwie so eine kleine Hundebude, ein riesen Plakat, riesen Laden. Mit einer schönen Kugel, genau, mit einer schönen Glaskugel im Logo. Die Leute. Ja, let's do business in Tallahassee. Aber jetzt müssen wir unbedingt erstmal was essen. Mal gucken, was Maren da rausgesucht hat. Wir haben endlich gegessen. Unser Zimmer für heute Nacht, das ist schon mal alles fein. Wir haben hier auch Platz für unsere Fahrräder, Bett. Aber bitte, was ist das? Für kein Klick. Einzelhaft. Marriott, vielen Dank. Der heute ist Tag Samstag. 27. Samstag, genau. Samstag und wir machen eine Pause. Genauer gesagt machen wir zwei Tage Pause. Einmal, weil morgen Gewitter, Regen und Matthias keine regendichte Jacke hat. Und überhaupt, wir müssen bei Regen nicht fahren. Sehr schön erklärt, ja. Und das Zweite ist, dass wir ein bisschen ein paar Sachen abarbeiten wollen jetzt am Wochenende, wie ich jetzt hier schon anfange. Und wir sind jetzt hier gerade in Tallahassee. Tallahassee. Sozusagen der Hauptstadt von Florida. Da kann man sich ja auch mal ein bisschen was angucken, ne? So ist ja nicht. Und ein bisschen Ruhe tut uns, glaube ich, auch mal ganz gut. Also unseren Beinen und unserem Kopf passiert ja doch ganz schön viel. Ich habe sie ein bisschen abgewürgt. Wir können viel erzählen. Wir haben den ganzen Vormittag damit zugebracht, erstmal zu planen neben dem Frühstück. Und machen für uns selbst. Ich meine, wir sind jetzt genau einen Monat unterwegs und jeden Tag ändern sich die Locations und der Kopf muss natürlich auch ganz schön viel verarbeiten und wir kommen gar nicht zum Reden. Ne? Meine, der Tag besteht halt aus Aufstehen, Arbeiten, losfahren, Kilometer schrubben, ankommen, wieder neu planen, wo man am nächsten Tag hinfährt, was zum Schlafen suchen, was zum Essen suchen und wieder von vorn. Und das hier ist keine Beschwerde. Darum gibt es heute mal einen Pausentag zum Aufholen von all dem, was immer liegen bleibt. Und während Maren jetzt gerade am Rechner sitzt, gucke ich mir jetzt mal unsere Bremsbeläge an und was man sonst noch so oberflächlich sich anschauen kann. Mein Fahrrad, man sieht es kaum, aber ist total überzogen mit einer Schicht Dichtflüssigkeit als von der Reifenpanne gestern. Bremsbeläge bei mir sehen gut aus. Jetzt checke ich nochmal Marens. Es funktioniert alles, aber da muss man ja zwischendurch mal drauf gucken. Da muss ich dran. Da kann ich durchlinsen. Bremsbeläge auf den Bremsscheiben. Besorgen wir uns erstmal Werkzeug. Geht nichts über einen kleinen Leatherman. Bisschen Rost, aber das sieht erstmal noch okay aus. 1000 Kilometer können die noch. Schläft nicht. Bremst. Eine Ventilkappe für ein Automobil. Wahrscheinlich aus der Frühzeit der Entdeckung der USA. 1974 oder so. Ach, so alt. Das Gebäude, in dem wir gerade Wein getrunken haben. Von dem wir auch diesen Wein gekauft haben, den wir jetzt mit nach Hause nehmen. Ja. Weil in diesem Hotel gibt es jetzt nicht so viele gute Weine. So. Entschuldigung, war von 1890. Uralt. Die Frau war sehr stolz auf das Alter des Gebäudes. Tag 29. Juhu. Wir haben ein bisschen vorgespult sozusagen, indem wir uns in diesem Haus gestern von dem schlechten Wetter und nach einer kleinen Flat Tire Depression erholt haben. Jetzt sind die Räder gepackt. Genau, es gibt eine kleine Planänderung. Heute der erste Tag, dass wir jetzt den Savantier verlassen und schon nach Norden abbiegen. Also kein St. Augustin, Jacksonville. Denn das große Ziel ist ja New York und das wollen wir ja schaffen. Genau, statt St. Augustin, Jacksonville zielen wir eher auf Brunswick, Savannah, Braunschweig, Klammer zu.
Savannah und stoßen dann da irgendwann in Küstennähe auf ein anderes Radtourensystem. Es gibt hier kein echtes Radwegenetz, aber einen Radtrail. Der heißt einfach Atlantic Coast. Ja, oder East Greenway. Ja, es sind irgendwie zwei unterschiedliche Dinge, die aber das Gleiche wollen, im Prinzip den Norden der Ostküste mit dem Süden verbinden. Genau, und heute längste Etappe bisher, 120 Kilometer, 125. Mit den meisten Höhenmetern. Etappe 29 von Tallahassee nach Valdosta. Vielleicht das auch noch dazu. Wir verlassen Florida schon wieder. Und es geht nach Georgia. Gleich geht's los. Ja, jedenfalls 120 und ein paar zerquetschte Kilometer. 90, 95, 95 haben wir noch. Ja, es geht auf und ab wie in Texas. Rolling Hills in Florida. An der Grenze zu Georgia. Noch haben wir eine meistens saubere, breite Schulter. Nicht auf die Straße fahren, ne? Wer fährt denn auf die Straße? Mal aufpassen. Ja, muss immer aufpassen. Ja, aufpassen. Das ist unser jeweils zweiter Vorname. Wir lassen uns umtauchen. Ein bisschen haben wir noch. Kurze Pause. Wasser auffüllen. Wir haben das erste Drittel geschafft. 40 Kilometer sind wir gefahren. Und 80 haben wir noch vor uns. Was sagen Sie dazu? Ich sag, vor allen Dingen war das erste Drittel sehr entspannt, nachdem wir aus der Stadt raus waren. Ja. Wasser für den Mann und viel Wasser in Florida. Das kommt alles aus dem Norden, beziehungsweise hat es hier halt auch viel geregnet. Ja, im Moment viel Flooding hier. Ja, nur noch circa 10 Kilometer, dann sind wir im nächsten Bundesstaat. Aber keine Alligatoren bis jetzt. Ein Toter. Weil? Zwei Tote. Schade, ne? Keine Ahnung. Das sind Kühe aus Georgia, die haben Angst vor Fahrradfahrern. Nach 2 Kilometer, dann sind wir an der Grenze zu Georgia und verlassen Florida. Ja. Georgia. Oh, Tag 29 nach Tallahassee, 17.05 Uhr. 108,88 Kilometer. Wir sind sozusagen 10 Kilometer vorm Ziel. Und wir haben einen weiteren Nagel im Reifen. Dann rufen wir die Gute mal an, ne? Dass wir später kommen.